Sagen Sie jetzt mal bitte ah. Anarchie. 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 Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Im Folgenden hört ihr ein Interview, das wir im Juni 2015 mit einer Person geführt haben, die mit einer Delegation des Verbands der Studierenden aus Kurdistan in den südöstlichen Teilen der Türkei unterwegs war. Im Interview erfahrt ihr, wie die Lage der kurdischen Bewegung in der Türkei ist, inwiefern der demokratische Konföderalismus dort umgesetzt wird und welche Erfolge und Schwierigkeiten dort zu verzeichnen sind. Du warst in der Türkei unterwegs mit der Delegation für einige Zeit. Kannst du mal erzählen, was du gemacht hast? Und ja, das erste Mal, wir waren in Nordkurdistan unterwegs, ja, nicht in der Türkei. wir waren mit der WIKK-Delegation unterwegs, eine Delegation von dem Verband kurdischer Studierender, oder Verband Studierender aus Kurdistan, heißt es genau gesagt. Und ja, ich bin selber halt so alleine unterwegs gewesen, so ein bisschen durch die Gegend getrennt, Türkei, Kurdistan, und habe die dann getroffen in Ahmet, in Diyarbakir, wo jetzt diese Bombenanschläge waren, auch vor der Wahl. Das große Bombenattentat. Genau. Wir haben uns getroffen mit ungefähr 75 Leuten in so einem autonomen Jugendzentrum von der Bewegung. Ja, sehr, sehr große Gruppe mit so linken Leuten aus ganz Deutschland, von allmöglicher Couleur. Und waren dann erst mit allen Leuten so ein bisschen in Ahmet unterwegs. Waren auf einer, also das ist halt eine Delegation, die Nevros-Delegation heißt, für dieses große Fest, Friedensfreiheitsfest. Das so eine große Bedeutung im Mittleren Osten für alle oder verschiedene so Bevölkerungsgruppen eigentlich hat. Und waren dann bei so einem Nevros-Fest am ersten Abend, als wir da waren, mit der Jugendbewegung, mit einer großen Demo. Und waren dann, ja, Halai tanzen, was immer überall die ganze Zeit zelebriert wird. Und waren ein bisschen in Ahmet unterwegs und dann noch ein bisschen in Lije, das sind so befreite Gebiete in der Nähe von Ahmet. Ja, auf so einem alten Märtyrerfriedhof und so, sind da auch über Nacht geblieben und haben dann die ganze Nacht am Lagerfeuer so Wache gestanden, weil der Märtyrerfriedhof da eigentlich nur von der Bevölkerung und von der Guerilla beschützt wird, weil sich die Türkei das eigentlich gar nicht gefallen lassen würde, dass da so ein Märtyrerfriedhof, also von Gefallenen der Bewegung oder auch von den Guerillas, die gefallen sind, mitten auf dem Stadtzentrum ist, würde sich nicht gefallen lassen, deswegen muss das so verteidigt werden. Kannst du vielleicht kurz geografisch einordnen, wo Ahmet und die andere Stadt ist, die ich wahrscheinlich nicht aussprechen kann? Also Ahmet ist, Diyarbakir ist halt so Südost-Türkei. Und ja, wie soll man das sagen, wo das liegt? Schwer zu beschreiben, aber also so. Also spielt sich alles im Süden, Südosten. Ja, also Südosten der Türkei, ja. Nicht so weit von der syrischen Grenze entfernt, vielleicht so 2-3 Autostunden. Und Ahmet ist noch so relativ flaches Land. Und da jetzt von Kurdistan ist aber eigentlich fast komplett, also hohe Berge. Das war dann mit den 75 Leuten, wo wir unterwegs waren noch. Und dann haben wir uns in 3 Gruppen aufgeteilt, weil wir zu viele Leute waren. Dann gab es Route 1, die nach Suruç gefahren sind. Also die waren, glaube ich, in Urfa. Das ist eine Stadt, die so sehr gemixt zwischen AKP-Anhängern und eher so kurdischer Bewegungsanhängern ist. Dann waren in Suruç und glaube ich noch in Derik. In Suruç haben die auch im Flüchtlingscamp gearbeitet ein paar Tage. Also Suruç ist die Grenzstadt zu Kobane. Dann Route 2, die Leute sind nach Dersim und Van gefahren. Dersim ist so eine Stadt, wo die ganz besondere Rolle hat, weil da halt alevitische Kurden leben. Also nicht sunnitisch, sondern alevitisch. Das ist so eine Religion, die sich mal vom Islam abgespalten haben, die ja, so ein bisschen, ja, weniger orthodox religiös sind. Und auch eher so mit so Natur, bisschen Naturreligion eher ähnlicher ist. Also, dass die viele so heilige Stätten haben, die eher in der Natur liegen und Berge anstatt irgendwelche Moscheen. Genau, da kommt auch Sakine Chances her, die eine Frau, die in Paris erschossen wurde. Und da sind die weiter nach Van gefahren. Van ist halt so eine große Riesenstadt auch eigentlich, wo dieses Erdbeben auch war. Und in beiden Städten ist halt die Bewegung extrem stark. Also die haben jetzt bei den Wahlen auch nur HDP-Abgeordnete eigentlich ins Parlament geschickt. Genau, ich war auf der dritten Route.
Das war dann die Botan-Route, sogenannte. Botan ist die Region ganz im Südosten. Ja. Und wir waren dann in den Städten Mardin, also das ist die Stadt, wo Mesopotamien anfängt, Jizre, da ist die Bewegung also sehr, sehr stark. Da ist die ganze Innenstadt auch eigentlich befreit von der Polizei und vom Militär, von der Jugendbewegung vor allem. Dann in Schirnak auch sehr, auch eigentlich so eine Hochburg der Bewegung, da wurden auch gerade von der JDGA, von so einer illegalen Jugendorganisation, wurden auch mehrere Leute festgenommen vor den Wahlen. Und dann eigentlich durch Butantal, also so links und rechts, ein paar tausend Meter hohe Berge, bei Dauerregen und irgendwie 20 Polizei- und Soldatenkontrollen, sind wir bis nach Yuksekova, auf Kurdisch heißt Geber die Stadt. Und das ist dann schon fast die iranische Grenze gefahren. Wenn du sagst, dass diese Städte schon sozusagen befreit sind, kann man sich das dann so vorstellen, dass dann dort auch der demokratische Konföderalismus tatsächlich stattfindet? Oder ist das in so Mischformen oder... Oder wenn du sagst, dass die Bewegung sehr stark ist, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also zuerst einmal sind das halt Städte, wo in der Regel HDP in der Kommunalregierung ist, also die linke pro-kurdische Partei, die jetzt so ein Bündnis aus türkischen linken Gruppen und LGBT-Gruppen, armenischen Parteien und kurdischen Parteien so ist. Also das heißt auf Parlament oder ja auf so irgendwie demokratisch türkischer legaler Form sind die halt sozusagen in der Regierung. Haben aber da relativ wenig Handlungsfähigkeit, weil die kaum Geld kriegen von der Zentralregierung. Und gleichzeitig, genau, ist das ja, sehen sie sich auch als Initiativpartei. Das heißt, sie versuchen so mit der DBP, das ist so eine Partei, die sozusagen für den Aufbau des demokratischen Konföderalismus da ist, versuchen die halt so auch den demokratischen Konföderalismus in die Bevölkerung zu bringen. Das heißt, die haben überall Doppelämter, also immer eine Frau und ein Mann für alle Positionen. Versuchen überall Stadtteilräte, Straßenräte und so aufzubauen. Und in den Städten, wo die Bewegung sehr stark ist, ist das auch fast überall. So Ahmet hat zum Beispiel, also die Stadt, wo wir am Anfang waren, die hat so ein bisschen mehr als 1 Million Einwohner vielleicht und die hat 60 Stadtteilräte. Ich weiß nicht, wie viele es in Geber sind. Ich glaube, da weiß ich die genaue Zahl, aber es waren auch auf jeden Fall schon ein paar Dutzend irgendwie. Oder ja, 15 oder 20, glaube ich. Und ja, da wird halt sozusagen diese Rätedemokratie so ein bisschen aufgebaut, ja, die ja Teil von demokratischen Autonomie ist. Das ist ja diese drei Paradigmen, also Demokratie, Geschlechterbefreiung, Ökologie. Und ja, in Geber zum Beispiel konnte man auch sehen, dass halt Ökologie, also die haben eine Dorfkommune gehabt, wo Leute halt so basisdemokratisch das ganze Dorf aufgebaut haben mit Rätestruktur und halt die ganzen landwirtschaftlichen Anbauflächen kollektiviert haben. Und auch ganz viel von den Überschüssen, die sie hatten, zum Beispiel nach Kobani und in Schengen gebracht hat, während der Zeit, in der die Situation da besonders hart war. Genau, also sieht man halt schon, dass es vieles umgesetzt wird. Und dann gibt es halt lauter Organisationen, die alle halt versuchen, auch nach diesem Geschlechterbefreiungsprinzip halt immer eine Doppelrolle von Ämtern zu haben. Es gibt selbstorganisierte Frauenzentren, die Jugend organisiert sich auch nochmal selbst. Ja, und vor allen Dingen in Geber und Jizre sieht man das auch an der Jugendbewegung. Also die ist halt sehr, sehr stark und ist dann halt auch oft in die Auseinandersetzung mit der Polizei direkt verwickelt. Hm. Das heißt, also die sorgen eigentlich dafür, dass sie haben inzwischen eigentlich auch die Sicherheit in der Stadt organisiert. Ja, also es gibt nachts so Straßenkontrollen und so. Und die machen auch relativ harte Kampf gegen Prostitution und Drogen. Also auch nicht auszuschließen, dass mit körperlicher Gewalt passiert, so. Genau, und wo das halt auch umgesetzt wird, sieht man halt in diesen ganzen vielen, vielen, vielen kleinen Vereinen. Also es gibt den Verein fürs Leben in Jizre, gab es den. Das ist sozusagen so eine Form, wie man Gerichte umgeht. Also es ist nicht eine so Strafjustiz sozusagen, sondern es sind gewählte Vertreter aus den jeweiligen Stadtteilen. Ja, auch also mit nach 40% Geschlechterquote und die dann so ein Gremium sind, zu denen Leute hinkommen können, wenn sie Probleme haben. Also oft sind das halt eher soziale Konflikte, also vielleicht in der Familie, Ehemann, Frau oder auch zwischen verschiedenen Familien. Also es gibt ja noch große Clanstrukturen und die versuchen das dann sozusagen auf so einem Konsensentscheid irgendwie, so dass beide Parteien damit okay sind, zu klären. Was auch traditionell eigentlich eine relativ normale Form ist, mit Konflikten umzugehen. In dem Fall sind die aber auch noch demokratisch legitimiert und nicht einfach irgendwie der Clan-Chef oder so. Und das ist halt auch zum Beispiel eine sehr, sehr spannende Sache, wie versucht wird, halt auch Justiz anders anzugehen und auch so dadurch so Gefängnisse abzuschaffen.
Ah, und. Und also der türkische Staat schafft es dann tatsächlich nicht mehr, da dagegen effektiv vorzugehen oder das zu unterbinden? Oder wie kann man sich die da die Repression vorstellen? Du sagst, dass teilweise die Jugendbewegung es schafft, den Schutz herzustellen. Ja, also der türkische Staat ist halt überall. Also man darf sich nicht, kann sich jetzt nicht vorstellen, dass das so ein befreites Gebiet ist, dass das easy läuft irgendwie, sondern es gibt halt ununterbrochene Repression vom türkischen Staat. Also es gibt überall gepanzerte Polizeieinheiten, überall Soldaten, also an jeder Einfahrt von jeder großen, von jeder Stadt eigentlich, gibt es an jedem Einfahrt in die Stadt und in jeder Ausfahrt von der Stadt Militärkasernen. Sind auch immer weiter ausgebaut worden, gerade jetzt während des Friedensprozesses. Und wenn ich befreit sage, ist diese halt nur der innere Stadtkern gemeint, wo die Straßen eng sind und wo man einfach praktisch nicht reinkommt. Und trotzdem ist halt die Polizei eigentlich allgegenwärtig. Also auch militärisch könnten die sich auch, also ist es wahrscheinlich also kein ausgeglichenes Niveau, aber auch einfach durch die Entschlossenheit und Motivation eigentlich von der gesamten Bevölkerung sieht man das halt, dass die Jugendbewegung da halt zum Beispiel in den Kämpfen, die entstanden sind, nachdem in Kobane halt das immer klarer wurde, dass türkische Staat ISIS unterstützt, also Leute rüberlässt, Waffen liefert, gab es halt große Ausstreitungen in Cizre. So ein paar Tage lang Straßenschlachten, die haben halt Gräben aufgezogen, ganze Stadtteile haben sich komplett irgendwie der Polizei entledigt und gab halt auch mehrere Tote, Jugendliche. Also ich glaube, die türkische Staat hat 7 Jugendliche erschossen. Einen davon ein paar Stunden, nachdem Öcalan halt dazu aufgerufen hat, die Unruhen irgendwie sein zu lassen, weil sie ja gesagt haben, so, wir wollen Frieden, wir sind im Friedensprozess, so, wir wollen nicht auf die Provokation eingehen. Und dann hat der türkische Staat, glaube ich, einen 14- oder 15-Jährigen auch noch an dem gleichen Tag geschossen. Und also sowas ist halt auch normal, also das ist völliger Alltag für die, wenn man in generell in Kurdistan, aber in Nordkurdistan halt lebt, also diese Repression, also dass Menschen sterben, hat man eigentlich in jeder Familie gesehen. Ja, also es gibt in jeder Familie Leute, die umgekommen sind, entweder durch Repression des Staates oder halt auch im Kampf. Ja, also viele, viele Familien haben 1, 2 Leute, die in den Bergen sind, also bei der Guerilla sind zum Beispiel. Hast du auch einen Einblick bekommen, ob auf einer ökonomischen Ebene da das auch umgesetzt wird, also dass es sowas wie Kollektivbetriebe gibt oder ob die Versorgung von solchen Städten, wo die Bewegung sehr stark ist, es da auch eine ökonomische Autonomie gibt? Ja, also einerseits halt diese Dorfkommunen, die entstehen. Also in der Region Gerwa gab es halt mehrere inzwischen, die auch so die ersten, die das angefangen haben, versuchen halt auch andere anzustoßen, das selber zu tun, was halt oft auch Überzeugungskraft bedeutet, weil es halt oft auch noch so eher konservative Familienstrukturen gibt, wo der Mann nicht möchte, dass die Frau halt gleichberechtigt mitarbeitet und so weiter und so fort. Und ich möchte, dass die dann halt in den Räten sich auch organisieren, was halt immer dazugehören würde, wenn es diese demokratische Autonomie entwickelt wird. Aber viele Dorfkommunen sind halt gegründet worden und fangen an mit dieser kollektiven, kooperativen Wirtschaft. Und in den Städten haben wir persönlich 2 Kooperativen von der Frauenbewegung besucht. Die eine war eine Bäckerei oder so ein kleiner Baklava-Laden, kann man sagen. Genau, die, wo verschiedene Frauen, also so Mütter vor allem auch, die halt selber zu Hause waren und sich um Kinder betreut haben, dann Sachen vorbereitet haben, die dann von einer anderen Frau in einem Laden verkauft wurden, so dass die halt auch wirtschaftlich unabhängiger werden von ihren Männern. Und dann andere Laden, die haben Kebab gemacht, eine Frauenkooperative, und die haben zum Beispiel auch Kebab an so eine Schule, also sozusagen Mittagessen für die Schule produziert. Ja, und da sieht man das halt in Ansätzen so, in kleinen Zellen, sag ich mal. Und ja, aber so auf die Größe gesehen, das ist halt gerade eher so ein Projekt von, ja, demokratische Strukturen aufbauen. Und die Bewegung sagt auch so ein bisschen, zum Beispiel so Enteignung und so sind eigentlich nicht das Thema. Also wenn man so ein bisschen weg ist von diesem sozialistischen Ansatz der 70er, 80er Jahre und man eigentlich so denkt, man muss erstmal eine Alternative aufbauen. Ja, also so nach dem Motto, wenn die Leute alle gemeinsam über ihr Leben entscheiden, dann werden sie auch sich der Großgrundbesitzer entledigen. Und es gibt halt genug Land, um eigene alternative Wirtschaftsformen aufzubauen, die dann sozusagen am Ende die anderen überflüssig machen. Also so wurde uns das erklärt. Aber es ist noch nicht so ganz genau klar, wie man halt an Großgrundbesitzer rangeht. Und da waren wir auch nicht ganz, also die stehen laut Aussage der Leute, die wir vorgetroffen haben, auch hinter der Bewegung oft.
Aber ich weiß nicht, inwieweit sie dahinter stehen, aus Sympathie oder aus halt so einem, ist vielleicht besser für sie. Ja, ich konnte nicht so genau erkennen, ja, inwieweit die halt ihre, sag ich mal, relativ ja, große wirtschaftliche Macht halt auch irgendwie angetastet wird oder nicht. Wie ist das mit Flüchtlingen in der Region, wo du warst? Sind da viele auch aus Rojava oder auch aus südlichen Gegenden? Ja, also ist eigentlich allgegenwärtig. Also in den kurdischen Gebieten hat man halt hauptsächlich Flüchtlinge aus Syrien, die selber Kurden sind. Vor allem aus Rojava. Viele halt auch, wo Teile der Familie noch da sind und kämpfen. Andere also nach Nordkurdistan, also in die Türkei geflohen sind. Und das ist eigentlich allgegenwärtig. Also sieht man überall. Und ich habe auch viele getroffen, die selber aus Rojava kamen. Also besonders aus Afrin und aus Hamishlo. Auch zum Beispiel gerade junge Leute, die dann auch studiert haben. Und also ich habe viele junge Leute getroffen, die halt auch gut Englisch konnten. Das waren halt hauptsächlich Leute dann, die nicht aus Nordkurdistan kamen, sondern aus Westkurdistan, aus Rojava. Und die werden eher von der lokalen Bevölkerung aufgenommen oder gibt es dann auch solche Camps? Oder ja, also eigentlich die gesamte Bevölkerung und gleichzeitig halt auch alle Organisationen und Kommunalregierungen haben eigentlich eine unglaubliche Opferbereitschaft gezeigt. Also sie wurden, also der türkische Staat hat praktisch nichts getan. Es gibt ein einziges staatliches Camp von der Türkei, von dem ich bis jetzt gehört habe, das auch in Suruç liegt, an der Grenze zu Kobane. Aber ansonsten hat der türkische Staat sich da nicht komplett rausgehalten, hat die Grenzen ja auch versucht abzuschotten, um Leute nicht reinzulassen. Und die Bevölkerung hat halt riesige Hilfskampagnen gestartet. Also man sieht eigentlich in fast allen Lebensmittelläden Schilder, dass man Sachen kaufen kann und die da lässt und die dann bei der nächsten Möglichkeit mit LKWs halt runtergeschickt werden nach Rojava oder halt auch in die jeweiligen Flüchtlingscamps. Also jede Kommune hat halt Flüchtlinge aufgenommen in Turnhallen und auch ganz viele in Familien. Also das war eigentlich, ist auch eigentlich eine völlige Normalität eigentlich in Kurdistan. Also ja, es gibt so ein Sprichwort irgendwie, das heißt so, biete dem Gast ein Bett an und frage nicht nach der Religion. Ja, also es ist so, ihre Gastfreundschaft ist eigentlich so, ja, habe ich noch nie so in diesem Ausmaß erlebt wie in Kurdistan. Also ja, eine völlige ultimative Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft auf jeden Fall. Und das galt halt nicht nur für uns als Europäer, sondern das galt halt vor allem auch für Leute aus Rojava, ja. Du bist dann noch weiter Richtung Westen gefahren? Ja, also ich war vor der Delegation auf einem Kongress und danach noch in Suruç. Was war das für ein Kongress? Es war ein Kongress, der organisiert war von HDK, das ist sozusagen der Kongress der demokratischen Völker, also die HDP ist ja die Partei der demokratischen Völker. Der Kongress ist so eine außerparlamentarische Organisationsebene, wo sich auch alle möglichen Gruppen, irgendwie progressiven, demokratischen, linken Gruppen der Türkei irgendwie sammeln, wo halt auch nicht nur Parteien drin sind, also auch gerade viele LGBT-Gruppen zum Beispiel oder auch Menschenrechtsgruppen, Gruppen von Minderheiten, so wie assyrische Araber oder Armenier oder Lasen, Griechen, also alle möglichen Leute. Und die haben diesen Kongress organisiert, der hieß irgendwie Jungkongress für den freien Mittleren Osten. Und da waren 500 Leute etwa aus dem gesamten Mittleren Osten, also Nordafrika, direkt Mittleren Osten, dann Palästina, Libanon, Syrien, ja, auch aus Jordanien, Jemen sogar. Und einige aus Europa und Russland auch. Teilweise halt Kurden aus dem Exil. Und ja, war auf drei Sprachen, glaube ich, vier Sprachen angekündigt. Türkisch, Kurdisch, Arabisch, Armenisch. Und übersetzt wurde in Arabisch, Kurdisch, Türkisch und Englisch. Und da ging es um ganz viele verschiedene Dinge. Aber eigentlich haben alle halt so ein bisschen, hat man gesehen, dass eigentlich alle ziemlich ähnliche Problematiken haben und ähnliche Vorstellungen auch in einer gewissen Weise, was halt sozusagen mit was für Dingen der Mittlere Osten so zu kämpfen hat. Also ganz viel kam halt irgendwie, also so dieser Imperialismus und Kolonialismus, durch den eigentlich alle Länder irgendwie aufgeteilt wurden und dann, also und auch wodurch halt die Regierungen und die in der Regel ja diktatorischen Regierungen entstanden sind. Oft wurde auch immer wieder der Faschismus vom Islamischen Staat eigentlich erwähnt, so als Feind, weil halt gerade die kurdische Bewegung halt in einem klaren Kampf gegen die eigentlich gerade ist, Syrien total zerstört ist dadurch. Und ja, das war ziemlich spannend zu sehen, wie
was für eine auch so soziale Stimmung zwischen den Leuten da war. Und super viele junge Leute halt getroffen, Studenten eigentlich aus der gesamten Region, auch viele aus Westtürkei, Istanbul und so. Und das war so ein ziemlich cooles Ankommen auch und unglaublich viele Kontakte geknüpft natürlich. Und in Suruç warst du dann auch im Flüchtlingslager? Ja, also wir waren erst mit dem Kongress da für einen Tag, fürs Nevros-Fest. Das war direkt an der Grenze. Da wurden wir auch vom türkischen Militär angegriffen, als wir in der Nähe der Grenze liefen. Mit Tränengas und also mit Tränengas beschossen, nachdem sie aber auch schon mit Maschinengewehren auf uns gezielt hatten und die auf uns gerichtet hatten. War ein spannender Moment so zu sehen, dass eigentlich null Angst verspürt wurde, also jetzt von mir persönlich nicht und von allen anderen noch viel weniger, weil es halt eigentlich so ein völliger, also so ein Alltagsbild ist so und alle waren das schon gewohnt, sowohl halt Menschen, die aus Kurdistan, Türkei kamen, als auch die meisten Leute, die halt den arabischen Aufstände hinter sich haben und teilweise noch Ägypten oder Tunesien halt auch mit scharfen Waffen konfrontiert waren bei Aufständen oder bei Demonstrationen. Und dann waren wir dem Nevros-Fest, das war wunderschön, weil es auf der einen Seite, halt auf der türkischen Seite, das Nevros-Fest gab auf einem Hügel und in Kobani auf der anderen Seite halt auch und man konnte sich halt sehen. So und es war ein ziemlich irgendwie eindrucksvoller Moment. Was ist das für ein Fest? Also was wird da gefeiert? Ja, Nevros-Fest, also Nevros heißt neuer Tag und das kommt aus so einer alten, wie sagt man das, Legende. Also so aus dem, ich glaube aus der Sumer-Zeit, also so aus der Region Kurdistan, Mittlerer Osten. Und dann, vielleicht ist es sogar Persien, bin mir nicht 100% sicher, da gab es einen König, der total brutal und tyrannisch war und man hat gesagt, dass er jeden Tag zwei Kinderköpfe isst, ja, dass er halt die ganzen Kinder kidnappen lässt und die dann frisst. Deswegen sind alle Kinder in die Berge geflohen und eines Tages ist dann ein Schmied verkleidet als Kind in den Palast vom König gekommen und hat ihn mit einem Schmiedhammer totgeschlagen. Und hat dann den ganzen Palast abgebrannt, um zu zeigen, dass der Palast jetzt, dass es vorbei ist mit dem König. Der Palast hat große Flammen geschlagen und durch den Rauch konnten alle sehen, dass sie zurückkommen können. Und dann sind die ganzen Kinder von den Bergen wieder zurückgekommen. Und deswegen zündet man am Nevros halt dieses Feuer an. Siehst halt am 16. ging es in Kobane los, am 17. in Suruç und dann ist es so weitergewandert. Am 21. März, also Frühjahrsbeginn, war es dann in Ahmet mit 2 Millionen Leute. 2 Millionen Leuten. Danach auch in ganz Westtürkei. Es gab auch eins in Bonn. Deutschland. Und wie hast du das Flüchtlingslager erlebt in Suruç? Ja, also es gab halt verschiedenste, die meisten sind organisiert einfach von der HDP, von der kommunalen Regierung, von der Gemeinde von Suruç. Und dann gab es einige einfach so selbstorganisierte, wo Leute einfach irgendwo Zelte aufgeschlagen haben oder auch irgendwie bei Familien im Garten und so weiter und so fort. Plus halt das eine, das vom türkischen Staat organisiert ist, wo aber hauptsächlich sunnitische Araber leben, weniger Kurden. Die anderen sind halt alle Kurden. Und ja, im Camp ich war in einem, in dem ich gearbeitet habe, ein bisschen weiter außerhalb. Da waren, glaube ich, so zu Höchstzeiten, na, schwer zu sagen, aber so halt ein paar tausend Leute auf jeden Fall. Kann ich genau sagen, wie viel ich würde schätzen. Als ich da war, standen da noch so 200 Zelte. Ich glaube, zwischenzeitlich standen doch mal 600, 700. Und wir haben halt Zelte abgebaut, weil Leute zurück nach Kobane gegangen sind. Also wir haben eigentlich praktisch gearbeitet den ganzen Tag. Wir waren so ein internationales Team von Leuten, also ich war mit 3 Deutschen da, dann waren 2 Türken, 2 Franzosen und und 2 Jungs aus Dänemark, der eine war Däne, der andere aus Afghanistan, der da an der Filmschule war und waren halt so ein großes Team von Leuten plus 20 Kids, die die ganze Zeit mitgeholfen haben, also es war halt auch eine ziemlich coole Stimmung mit den ganzen Kids, die, also weniger so ein, man hatte weniger so ein Gefühl von Elend und irgendwie so Traurigkeit, sondern eigentlich war eigentlich eine ziemlich positive Grundstimmung, hatte man eher das Gefühl, trotz der Situation und alles in Sichtweite von Kobane, also man konnte Kobane am Horizont noch sehen. Dann haben wir die Zelte halt abgebaut, die dann verpackt wurden und nach Kobane gebracht wurden, damit Leute da wieder zurückgehen können. Als ich da war, glaube ich, waren 50.000 schon zurück, ich glaube inzwischen sind 100.000 zurück, also fast ein Drittel der Leute, die damals da gelebt haben. Damals, ja, also vor dem Angriff von ISIS. Und ja, also so ein Camp kann ich nicht so mega viel sagen von der Struktur, weil wir relativ kurz da waren. Kannst du was zur Lage in Kobane sagen, wie das da aussieht? Also während wir da waren, es war halt dann ja ungefähr eineinhalb, ich glaube im Januar wurde es befreit von ISIS. Als wir da waren, waren die Kämpfe so 30, 40 Kilometer weiter vorgerückt, also man konnte nichts mehr sehen so direkt.
Aber die Stadt ist zu 85% zerstört und es gibt eigentlich großen Hilfsbedarf. Also das große Problem ist halt, dass über die Grenze eigentlich nur Personen und eigene Lebensmittel, also so ja wenig halt rüberkommt. Ja, also nur die benötigsten Dinge, die Leute brauchen, keinen Kraftstoff, also kein Diesel, kein Benzin, kaum Medikamente und so weiter. Natürlich auch keine irgendwelche Dinge, die irgendwie für den Krieg nötig sein könnten. Es muss alles über illegale Wege hingebracht werden durch Schmuggel. Und ja, also es war das große Problem, halt auch wenig Autos, die drüben sind inzwischen, weil viele zerstört sind. Es wurden 60 Schulen zerstört, wovon ich glaube 3 provisorisch wieder aufgebaut waren und alle 5 Krankenhäuser wurden zerstört, wovon auch nur 1 provisorisch wieder aufgebaut wurde. Also eine extreme Situation einfach. Und ja, jetzt ist ja gerade vor ein paar Tagen eigentlich was Großes passiert. Und zwar wurden die beiden Kantone Jizre und Kobani miteinander verbunden bei GDSB, also Akçakale auf türkischer Seite. Das war genau die Grenze, wo alle ISIS-Kämpfer einmal rübergebracht wurden. Also, was heißt gebracht, wo man sie einfach geduldet hat, dass sie da durchreisen. Und da ist eigentlich so die humanen Zufluss gewesen. Ja, und auch Waffen sind da halt sicher rübergelaufen. Und es gibt auch jetzt Behauptungen, ich weiß, ich habe das nicht nochmal verifiziert, aber dass die Stadt, also Tel Abyad heißt die auf Arabisch, GSB, halt auch mit Strom versorgt wurde aus der Türkei die ganze Zeit. Also die wurde jetzt halt befreit von der YPG, von Volksverteidigungseinheiten der Kurden in Rojava, gemeinsam auch mit Leuten von der FSA, von der Freien Syrischen Armee. Und dadurch haben sie halt die beiden Kantone jetzt miteinander verbunden und haben auch diesen Zufluss für ISIS abgeschnitten, wodurch denen jetzt auch ein ziemlich harter Schlag zugefügt wurde, weil sie jetzt da zumindest keinen Nachschub mehr bekommen können. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie sich dieser östliche Kanton von Rojava, also von Kobane, von dem Kanton unterscheidet und warum das so wichtig ist, dass die jetzt eine Verbindung haben? Ja, Kobane ist halt relativ klein. Und eigentlich haben wir in ganz Nordsyrien Kurden gelebt, aber wie man sieht, sind das ja so 3 Kantone und die Regionen dazwischen sind halt Regionen, wo einfach auch Kurden vertrieben wurden vom Assad-Regime und Araber angesiedelt wurden, halt auch teilweise halt, also Länder halt so beraubt wurden und dann Araber angesiedelt haben und denen die Länder gegeben wurden, was halt auch ziemlich zu Spannung geführt hat und auch jetzt ein bisschen zu diesem Vorwurf, dass die Kurden jetzt an die Araber halt sozusagen enteignen und vertreiben und so, was aber nach ihrer eigenen Aussage halt eben nicht die Agenda ist, sondern dass sie sagen, teilweise werden sogar Häuser auch offensiv einfach offen stehen gelassen, um ihnen zu ermöglichen, wiederzukommen und nichts, um dieses Bild halt nicht zu schaffen, dass die Kurden den Arabern die Häuser wegnehmen, also um auch diese Probleme von einem ethischen Konflikt eigentlich so zu verhindern, weil sie halt sagen, das ist eigentlich eine Revolution für die gesamte Menschheit und nicht nur für die Kurden, was man ja auch in dieser Selbstorganisation und diesen Quoten für verschiedene Minderheiten sieht. Der große Unterschied ist halt, dass Kobane sehr, sehr klein eigentlich verhältnismäßig ist, kaum irgendwelche Ressourcen hat, also hat halt von Handel hauptsächlich gelebt, auch mit der Türkei durch Zugsstadt und sehr, sehr, sehr zerstört ist natürlich. Und Jizre ist halt im Osten die Stadt, wo noch die große Stadt Hamishlo ist. Und die ganzen Ölreserven von Syrien liegen, also da sind die großen Ölfelder. Das Problem ist, dass die Raffinerien vom Assad regierten oder beherrschten Territorium sind, deswegen sie das praktisch nicht verkaufen können eigentlich. Und es gibt auch keine Abnehmer gerade, zu denen man das liefern könnte. Und da sind die großen Kornkammern auch von Syrien, also es gibt Silos, so die wohl noch Nahrungsmittel für die nächsten 4 Jahre haben. Ja, und da hat man halt auch Anbauflächen und so weiter. Also da ist die wirtschaftliche Situation relativ okay. Also es hungert niemand. Natürlich ist es trotzdem eine sehr, sehr harte Situation, aber es hungert zumindest nach Aussagen der Leute niemand. Und ja, ist auch halt einfach deutlich größer, der Kanton. Dann vielleicht kann man das dann so zusammenfassend sagen, dass man innerhalb des türkischen Staates, also das Kurdistan innerhalb des türkischen Staates, da ja auch ein ganz anderer Kampf eigentlich gerade stattfindet, also schon irgendwie ein deutlich anderer Kampf als der innerhalb Syriens, wo es ja tatsächlich um den Krieg gegen IS geht. Mhm. Und sozusagen innerhalb der Türkei dann dieser zivilgesellschaftliche Umstrukturierungsprozess ist, während im Süden halt mehr so ein Überlebenskampf ist, während vielleicht in Gebieten, die nicht direkt bedroht sind, habe ich mal gehört, dass da schon der demokratische Konföderismus sehr gut umgesetzt ist oder halt schon
eigentlich die recht viel nach dem Prinzip funktioniert in den Rätestrukturen. Würdest du das so beschreiben, dass das so eigentlich gerade zwei parallele Kämpfe sind, die sich halt der Staatsgrenze entlang unterscheiden auch? Ja, ich glaube, also es würde eigentlich, also in der Regel die kurdische Bewegung einem widersprechen, dass es Parallelkämpfe sind, weil eigentlich wird es immer alles als Einkampf bezeichnet oder auch gesehen und verstanden. Und ich denke, dass auch von Personen, wenn man sieht, also dass Menschen auf jeden Fall auf beiden Seiten unterwegs sind, viele aus der Türkei haben sich den Kämpfen angeschlossen gegen ISIS, den militärischen Kämpfen. Viele sind aber auch untergegangen, um teilweise ihr schon erlerntes Wissen aus 40 Jahren Kampf auch in Akademien unterzubringen. Also es gibt ja ganz viele Selbstbildungsakademien, wo gelernt wird, wie man Themen Demokratie, Geschlechterbefreiung, ja, profeministische Männerakademien, aber auch einfach so ganz normale Sachen für den Alltag, ja, also wirtschaftliche Themen, ja, landwirtschaftliche Themen halt behandelt werden. Deswegen ist es eigentlich also ein großer Mix an Leuten, die auf beiden Seiten auch hin sind, und die Grenzen sind zwar offiziell geschlossen, aber es gibt immer Wege rüberzukommen, ja. Und es werden auch Leute halt, gibt eigentlich einen regen Austausch, ja. Und klar ist der Kampf in Nordkurdistan ein bisschen anders, durch die Situation, dass sie selber nicht irgendwie die militärische, also nicht militärisch befreites Gebiet haben, in dem Ausmaß wie in Rojava. Obwohl es halt manche Regionen auch gibt, wo das so ist, ja. Und ja, es ist trotzdem auch ein Überlebenskampf letztendlich, weil der türkische Staat halt genauso, nicht genauso wie ISIS, aber auch in einer harten Form halt militärisch versucht, eigentlich die Bewegung zu zerschlagen. Und auch das kann nur durch die Tatsache, dass Leute in den Bergen sind und dass es die YDG-Jaş, auch also die Jugendbewegung gibt, die auch sehr, sehr, sehr militant ist, kann eigentlich nur dadurch auch eigentlich verhindert werden, dass sozusagen die Bewegung zerschlagen wird. Und auch nur da auf diesem Boden von, sage ich mal, Gegenmacht kann überhaupt diese zivilgesellschaftliche Dinge auch entstehen. Ja, also so denke ich das zumindest. Und trotzdem ist es halt da sozusagen parallel zum Staat halt letztendlich, deswegen sagen sie auch demokratische Autonomie sozusagen, so kann halt auch, also über Staatsgrenzen hinweg, beziehungsweise tastet die bestehenden Staatsgrenzen erstmal noch nicht an, ja, versucht die sozusagen zu untergraben, als irgendwie durch militärischen Kampf halt abzuschaffen, weil sie halt auch eben keinen Staat gründen wollen, sondern halt, sie sagen sozusagen, Demokratie ist das Gegenteil von Staat. Demokratie mit Staat kann es nicht geben und Staat mit Demokratie kann es eigentlich nicht geben. Und ja, in Rojava ist es halt so, dass sie eigentlich halt ja große Freiheit haben, eigentlich auch diese Dinge umzusetzen und teilweise halt auch viel radikaler umgesetzt werden, auch gerade dadurch, dass es halt eine ganz andere Situation ist, durch dieses Nichtvorhandensein vom syrischen Staat und gleichzeitig auch durch die große Schlagkraft von Frauen und Jugend. Also das wurde mir auch erzählt, dass das halt gerade auch dem Ganzen noch einen radikaleren Schlag gibt. Weil in der Türkei auch teilweise halt schon, sag ich mal, etabliertere Strukturen von der Bewegung selbst da sind, wo teilweise halt auch alte Kader sozusagen oder ältere Leute, die noch in anderen politischen Sphären unterwegs sind, ja, also dass da auch halt sozusagen so erstens der Geschlechter, so der Kampf irgendwie da ist und dann aber gleichzeitig halt auch nochmal zwischen der Jugend und den älteren Leuten, ja. Ist dann die Idee des demokratischen Konföderalismus auch noch innerhalb der PKK wahrscheinlich dann auch noch nicht eben, wie du gerade gesagt hast, komplett durchgesetzt, sondern das ist dann auch so noch so ein Prozess innerhalb der Bewegung, dass da noch so vielleicht ältere Leute sind, die dann ein bisschen mehr den marxistisch-leninistischen Ansatz noch verfolgen. Hast du da mitbekommen, irgendwie konkret, ob es da Spannungen gibt oder so Machtverhältnisse, die sich... Ja, ja, also Spannung gibt es auf jeden Fall immer, denke ich. Also und klar, es ist ein Prozess, also natürlich passiert sowas nicht von einem Tag auf den anderen. Und ich denke, gerade bei der Bewegung in den Bergen und Leute, die ihr ganzes Leben eigentlich der Bewegung geschenkt haben und in der Guerilla, sind solche Sachen halt so vorbildhaft, kann man fast sagen, irgendwie umgesetzt vielleicht oder wird versucht, die so vorbildhaft umzusetzen. Aber sobald man halt im Alltag des Kapitalismus steckt und auch mit so feudal-patriarchalen Strukturen konfrontiert ist, ist es halt klar, dass es anders ist. Also wir waren auch halt in Familien, wo Polygamie noch normal war, wo man am Ende wieder mit Männern saß und von Frauen bedient wurde. Also obwohl sie mit der Bewegung sympathisiert haben, ist es nicht halt mit einem Schnips von einem Tag auf den anderen irgendwie schlechter Befreiung. Ne? Das ist ein langer Prozess, denke ich, und der wird halt auch von den Frauen und gerade von den jungen Frauen gekämpft werden müssen. Also
man kann, ja, also gerade, aber ich denke, dass es schon ein großer Prozess gemacht wurde, also dass auch bei vielen Männern gesehen hat, dass sie, glaube ich, auch viel versuchen, an sich selbst zu arbeiten und dass es auch sich stark verändert hat in den letzten Jahren auch schon, also auch von Leuten, die ich getroffen habe oder die ich kennengelernt habe, die schon vorher da waren, die meinten, dass also schon viele Schritte eigentlich passiert sind. Gab es sonst Sachen, die du schwierig fandest oder die du halt kritisch bewerten würdest, die dir aufgefallen sind, wo du vielleicht Kritik äußern würdest? Ja, also das ist einerseits so eine Sache, dass relativ schwierig war zu erkennen, also durch die kurze Zeit, die man da war, wie weit sowas halt auch in den familiären und so persönlichen Alltag vorgedrungen ist. Also gerade so Gleichberechtigung von Geschlechtern und auch halt, ja, also so dieses, wie es in der Wirtschaft aussieht mit diesen Großgrundbesitzern, ja, und auch so mit anderen wirtschaftlichen Unternehmen, wie weit da so Hierarchien abgebaut sind und wie weit da nicht auch so Ausbeutungsverhältnisse noch da sind. Und ich fand es auch recht spannend zu sehen, halt diesen Kontrast zwischen Jugend und alten Menschen. Also gerade beim Kongress gab es da auch große Konflikte zwischen eher jungen Leuten, die dann halt auch Themen wie LGBT als völlig selbstverständlich auch in ihrem Kampf gesehen haben, so. Also die Rechte von LGBT-Menschen, Aktivisten, ja, und gleichzeitig halt dann ältere Leute waren, bei denen das noch überhaupt nicht auf der Agenda war oder eher so auch halt homophobe Einstellungen vielleicht sogar da waren. Und ich glaube, dass es halt auch in den letzten Jahren schon ein paar so Konflikte gab, auch teilweise zwischen der Kommunalregierung und der Jugendbewegung, also dass zum Beispiel auch so Gentrification halt auch in Kurdistan besteht, ja, dass halt auch dann von der parlamentarischen Bewegung sozusagen Dinge gemacht werden, die Jugend wieder kritisiert, ja, also ja, da gibt's also immer Konflikte natürlich, aber da nur durch Konflikte entstehen ja auch wieder neue Prozesse und neue Stoßrichtungen so, ja. Was würdest du sagen, ist so gerade die Perspektive bei den Leuten? Haben sie sich dazu geäußert, wie sie sich das nächste halbe Jahr, die nächsten Jahre vorstellen? Ob es da konkrete Ziele gibt oder ob es also vielleicht auch wie die Stimmung ist? Ja, als wir da waren, war es ja noch kurz vor der Wahl, also war das halt schon mal das Thema. Also, dass sie halt alle ziemlich gehofft haben, dass die HDP die 10%-Hürde schafft. Nicht, weil sie jetzt Parlamentarismus als den Kampf sehen, aber es ist halt trotzdem irgendwie ein symbolisches Projekt, so auch um halt einfach die kurdische Frage an sich ins Parlament zu bringen. Und Erdogan hat ja erst gerade kürzlich wieder gesagt, es gibt keine kurdische Frage. Und jetzt ist halt im Parlament eine Partei mit 13%, die kurdische Frage stellt, die armenische Frage stellt, ja, die auch die Frage der Geschlechterbefreiung stellt, ja, und des Kapitalismus und so weiter und so fort. Auch diese ganze Agenda von ein Staat, eine Nation, eine Sprache, ein Volk in Frage stellt, ja. Und ich denke mal, das ist einfach ein wichtiges Projekt. Das war für alle halt die große Hoffnung. Jetzt haben sie es ja geschafft. Und das war so ein bisschen die Perspektive. Dann die Perspektive halt mit dem Friedensprozess ist halt so eine Sache. Es gibt ja seit 2013, ja, 12 oder 13, den Friedensprozess, ja, also wo halt Öcalan gesagt hat, wir wollen in Gespräche mit dem türkischen Staat gehen und wir wollen so eine Versöhnungs- und Gerechtigkeitskommission halt einberufen, wo halt dann auf einer gemeinsamen demokratischen Weise halt die Demokratisierung der Türkei, aber auch der Kampf zwischen der PKK und dem türkischen Staat irgendwie so beigelegt werden soll, aber halt mit der klaren Ansage, dass sie halt das Projekt der demokratischen Autonomie umsetzen wollen und das auch, also da auch Akzeptanz für bekommen wollen und auch damit halt Ausstrahlung in den türkischen Staat haben wollen. Und da ist halt die große Hoffnung, dass es da Fortschritte gibt, aber da ist es bisher relativ wenig passiert von türkischer Seite. Und eher noch im Gegenteil, also Militarismus eigentlich noch weiter vorangetrieben wurde und immer mehr, also durch diesen Friedensprozess und dass sich die PKK in die Kandil-Gebirge zurückgezogen hat, also in den Nordirak, gerade dadurch eigentlich nochmal das Militär in alle Regionen noch weiter vorgedrungen ist und es noch viel mehr Militärbasen inzwischen gibt. Und das ist halt ein großer Punkt halt, wie es da weitergeht. Wobei das halt wahrscheinlich auch gerade durch Rojava und durch diesen parlamentarischen Sieg halt auch vielleicht nochmal ein anderes Kräfteverhältnis gibt, um da diesen Friedensprozess vielleicht auch wirklich noch voranzutreiben. Und das nicht nur einseitig, meine ich. Hast du vielleicht sonst noch Tipps, wenn man sich weiter informieren will, wie man das am besten macht, so im Internet? Gibt es irgendwie Seiten, die du empfehlen würdest? Ich kann auf jeden Fall auf die Seite der WIKK gehen, also YXK, heißt halt der Verband der Studierenden aus Kurdistan. Die haben auch ein Magazin, das jeden Monat rauskommt, oder jeden Monat oder vierteljährlich. Ronahi heißt die.
Das ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Dann gibt es auch die Broschüre von der Delegation, die vor 2 Jahren da war, auf der Internetseite zu finden, als PDF. Dann gibt es eine sehr gute Broschüre, die heißt Demokratische Autonomie. Die wurde auch von der Delegation vor ein paar Jahren geschrieben, 2012, glaube ich. Die kann man sehr gut lesen, gibt es auch als PDF im Internet, findet man. Und dann gibt es sowieso auch alle Texte von Öcalan im Internet zu finden. Ich weiß gerade den genauen Namen, nicht der Internetseite, aber findet man über Google. Da kann man eigentlich alles Mögliche lesen. Ja, und vielleicht auch Jivaka Sat, Fidat News, also gibt es jede Menge Dinge. Könnte man ja vielleicht noch posten. Hier irgendwo. Geht das nicht. Okay. Wenn du noch was hinzuzufügen hast, sonst kannst du das gerne tun. Ja, also ich kann auf jeden Fall alle Menschen auch irgendwie dazu animieren, selber mal runterzufahren, ob es mit einer Delegation ist oder selber, um sich irgendwie die Lage anzusehen und vor allem halt auch zu sehen, dass man da viel von lernen kann. Also dass die Menschen halt auch einem immer wieder sagen, dass sie froh sind, dass Leute da sind, um sich das anzuschauen. Sie haben weniger so diese Attitüde, kolonialistische Attitüde von, ja, ihr kommt hierher und helft uns und ihr wisst ja, wie es geht, sondern eigentlich völlig umgekehrt, dass sie eigentlich sagen so, ja, wir haben unseren Kampf, wir führen den und wir finden es gut, dass ihr hier seid und wir finden es gut, dass ihr euch das anschaut. Ja, aber kämpft eure eigenen Kämpfe und wenn ihr uns unterstützen wollt, wir brauchen euch nicht als Menschen hier, so, wir haben genug Leute. Also das heißt nicht, dass man sich nicht auch da anschließen kann, aber vor allem so geht auch zurück und führt den Kampf für uns in Deutschland, weil auch da gibt es vieles zu kämpfen, was also zum Beispiel PKK-Verbot aufheben, ja, und auch die militärische Unterstützung des türkischen Staates und dass es eigentlich auch eine ziemlich klare Agenda gibt und auch klare Kritik an der europäischen Linken, sage ich mal im weitesten Sinne. Und das ist also, glaube ich, sehr bereichernd auch für so politische Motivationen in Europa. Okay, dann vielen Dank.